Österreich gegen Frankreich. Ein paar Augenblicke noch, ehe ich zum ersten Mal dann umschalte zu unseren Kollegen mit den ersten Interviews. Happel, so heißt schlicht und einfach das neueste Buch über die berühmte Fußballlegende. Es ist beim Heurigen geplant worden und das würde ihn freuen. Es zeigt Ernst Happel aus der Sicht von Freunden, Spielern, Journalisten und Verehrern. Ohne literarischen Anspruch geschrieben, aber ehrlich und herzlich, ganz nach der Manier des Weltmeisters. Besonders die Beiträge seiner treuesten Weggefährten und seiner letzten engsten Gefährtin berühren. Und im Bildteil findet man einige Raritäten aus dem Sport- und Privatleben des Ausnahmekönners. Happel, herausgegeben von Harry Windisch, erschienen in der HPT Verlagsgesellschaft Wien. Und jetzt, meine Damen und Herren, zu unseren ersten Interviews hier im Ernst-Happel-Stadion. Wolfgang Kotschi, bitte. Ja, ich habe bei mir den Bundeskanzler Dr. Franz Fanecki. Trotz Kälte sind Sie hier ins Stadion gekommen. Mit welchen Erwartungen sind Sie gekommen und wie weit wurden diese Erwartungen erfüllt? Ich komme immer mit positiven Erwartungen, daher auch heute. Ich finde, die Mannschaft kämpft famos. Bin ganz, ganz positiv berührt. Nach den Zeiten, in denen es gar keine harten Meisterschaftsspiele gegeben hat, sind die objektiven Voraussetzungen ja gegen uns. Aber sie kämpfen fantastisch und hätten mit Leichtigkeit, wenn die Stange nicht dazwischen gewesen wäre, 1-0 führen können. Aber ein spannendes und auch emotionell geführtes Spiel. Gut, spannend, emotionell geführt. Franzosen eine ausgekochte Truppe. Kaum ein Foul, das nicht auch wehtut. Also es ist eine beinharte Sache. Aber unsere Erstklasse. Was glauben Sie, wie wird es ausgehen oder wollen Sie keinen Tipp abgeben? Ja, wenn die zweite Halbzeit so gehalten werden kann, mit so viel Tempo und Schwung und so guter Verteidigung, ist eigentlich noch alles drin. Dann sage ich vorerst danke für dieses Interview und ich gebe ganz kurz zu Gerhard Zimmer. Ja, ich habe hier Roland Kirchler und zwar jenen Mann, der in der österreichischen Mannschaft nicht mehr ganz Platz gefunden hat auf der Ersatzbank. Er hat ja debütiert gegen Griechenland. Waren Sie sehr enttäuscht, dass Sie heute nicht einmal Ersatzmann sein durften? Ja, enttäuscht ist man natürlich schon ein bisschen, wenn man bei so einem wichtigen Spiel wie gegen Frankreich nicht dabei ist. Aber der Trainer hat gesagt, dass zwei Leute wegfallen und irgendwie rechnen wir da doch damit, wenn man als junger Spieler dann dabei sein könnte. Sie können uns aber sagen, Sie waren bei der Spielerbesprechung dabei. Läuft das Spiel bisher so, wie es geplant war? Der Trainer hat die taktischen Anweisungen gegeben und ich muss sagen, das wird von jedem Spieler super erfüllt. Und wenn wir so weiterspielen, dann glaube ich, dass wir das Spiel als Sieger verlassen. Es hat ja herrliche Szenen in der ersten Hälfte gegeben. Ich glaube, wir schauen uns die gleich an. Die österreichische Mannschaft war, glaube ich, den Franzosen ebenbürtig. Die Franzosen vielleicht die etwas technisch besseren Spieler. Ja, technisch sind die Franzosen sicher gut. Da ist jetzt der Schuss, ja. Vom Deschamps, ja, und Wolfert hat sich hier wirklich ausgezeichnet. Er macht überhaupt einen sehr sicheren Eindruck. Die Österreicher halten aber kämpferisch entgegen. Die Österreicher sind auch spielerisch viel, viel besser als gegen Griechenland. Ja, spielerisch sind wir sicher gut drauf. Und es kommt auch davon, dass vielleicht die 37.000 Zuschauer im Stadion sind und die Stimmung wirklich hervorragend ist. Und dann traut man sich auch mehr und man hat eigentlich mehr Selbstvertrauen. Viel getraut hat sich Toni Polster in den ersten 45 Minuten. Das war ein herrliches Solo von ihm. Leider der Abschluss war dann nicht mehr so glücklich, wie es sich Toni Polster verdient hätte. Polster heute auch, glaube ich, sehr beweglich und sehr, sehr gefährlich. Wir haben einen Freistoß von Herzog. Ein Kopfball war das von Pfeifenberger, der Kopfball stark ist und der eine enorme Laufarbeit hier in den ersten 45 Minuten gezeigt hat. Dann ein Handspiel von Sosé. Im Tor sehen Sie Lamar. Und Toni Polster, das war, glaube ich, viel, viel Pech. Ein Riesenschuss von Toni Polster. Ja, der Toni macht das bei den Freistoßen immer gut. Das ist auch im Training trainiert worden. Und ich hätte ihm da ein Tor vergönnt. Mit dem linken Fuß, einem stärkeren Fuß, wirklich sehr kraftvoll geschossen von Toni Polster. Wir sehen das hier noch einmal. Lamar hätte da keine Chance gehabt. Aber die Franzosen waren
glaube ich, auch stets gefährlich. Die Franzosen haben sich einige Möglichkeiten herausgearbeitet. Ja, natürlich mit Stürmen, mit der Papin und der Grévelin, die sind immer gefährlich und die darf man natürlich nie lange vom Tor stehen lassen. Aber Wohlfahrt hat immer wieder seine Hand im Spiel gehabt, hat gut reagiert. Wir haben es auch hier wieder gesehen bei diesem Schuss von Deschamps. Glauben Sie, irgendetwas in der österreichischen Mannschaft nach der Pause geändert? Ich glaube, so wie wir erste Halbzeit gespielt haben, wird der Trainer sicher zufrieden sein. Und ich glaube nicht, dass er zu größeren Umstellungen kommen wird. Wer gefällt Ihnen denn in der österreichischen Mannschaft besonders gut? Ich muss sagen, der Toni Polster hat einen guten Tag erwischt. Der Andreas Herzog ist sehr beweglich. Das war eine Riesenchance der Franzosen und zwar herausgearbeitet von Angiomar und der Schuss dann von Sosé. Sosé ist sehr, sehr schussgewaltig, ist auch im Mittelfeld, glaube ich, eine Zentralfigur der Franzosen. Ja, der Trainer hat uns bei der Besprechung von diesem Mann schon gewarnt, dass er aus der zweiten Linie sehr gut schießt und dass er die Stürmer mit den Passes bedient und ist ein sehr gefährlicher Mann. Beide Mannschaften schenken einander nichts, es wird sehr, sehr hart zur Sache gegangen. Wer hat bisher Ihrer Meinung nach die böseren Fouls gemacht? Die Franzosen oder die Österreicher? Meiner Meinung nach waren das die Franzosen, aber der Schiedsrichter hat, hier sieht man es wieder am Andi Herzog, der Schiedsrichter hat das leider einige Male nicht registriert und ich hoffe, zweite Halbzeit sicher das dann besser. Das war ein Foul an Herzog und zwar von Lisa Rassü. Die Andi Herzog, er hat weiterspielen können, auch Polster wurde einmal sehr, sehr hart genommen. Auch Kübauer und Frenki Schinkis. Sehr gefährlich immer natürlich Papin. Und hier war er besonders gefährlich für Thormann Wohlfahrt, hat ihn da kurz attackiert und hat dann aber sich nachher sehr, sehr fair entschuldigt. Das waren also erste Analysen von den Spielszenen in der ersten Hälfte und ich hoffe, dass wir in der zweiten Hälfte nach wie vor mit den Franzosen mithalten können. Was sagen denn noch einige Prominenten zu diesem Spiel? Wolfgang Kocsi. Die Koalitionsregierung fast vollzählig auf der Herrentribüne vertreten. Herr Vizekanzler, wie hat Ihnen das Spiel bisher gefallen? Ja, die Österreicher halten sich sehr gut, die Annahmen waren schlechter, aber so wie das läuft, versuchen sie ganz gut zu halten. Die Franzosen sind immer ein bisschen zu brutal. Das Spiel ist sehr hart, so hart wie es manchmal in der Koalition ist? Nein, also ich glaube, da lernt man, wir sind Profis, der eine steigt beim anderen eher ein bisschen drüber. Die Chance vom Polster vergeben, die Chance zum 1:0, also Österreich spielt eigentlich kämpferisch sehr, sehr gut. Ausgezeichnet, nur dann am Schluss vor dem Tor, da fällt es heute ein bisschen. Und die Franzosen sind halt wirkliche Profis, die da direkt durchgehen. Naja, vielleicht fehlt es in der zweiten Hälfte dann nicht mehr vom Tor. Wir halten alle Daumen. Danke und ich gehe wieder zum Gerd Zimmer. Ja, und bei mir ist ein Ex-Team-Kapitän, nämlich André Ogris. Er kann dazu ein bisschen lachen heute schon, aber sie waren schon schwer getroffen, dass sie die Kapitänswürde und auch ihren Platz in der Nationalmannschaft vorläufig einmal verloren haben. Es ist natürlich auch so, dass ich enttäuscht bin, ist keine Frage. Die Kapitänswürde, das kann ich mir teils selber zuschreiben, teils einer anderen Person, aber dass ich den Platz verloren habe in der Mannschaft, ist natürlich für mich sehr traurig und ich werde halt probieren, mein Bestes wieder zu geben, dass ich halt wieder in die Mannschaft wachse. Wer ist die andere Person? Dazu möchte ich nichts sagen. Na, Ihr Verhalten in diesem Trainingsspiel, bereuen Sie das? Nein, weil ich habe mit Sicherheit nichts gesagt, den Herrn Scheuhammer, dass er mich auswechseln hätte lassen wollen oder ihm quasi die rote Karten geben könnte. Ich habe bis zu 75 Minuten kein Wort geredet mit ihm und dann habe ich ihm halt gesagt, er soll normal weiterpfeifen. Und das, wenn das schon Grund genug ist, einen Spieler rauszuschicken, dann weiß ich nicht mehr. Was sagen Sie zum Spiel bisher in den ersten 45 Minuten? Haben es Ihre Stürmerkollegen besonders schwer? Wie sehen Sie das aus der Sicht eines Stürmers, der auf der Bank sitzt? Ja, insgesamt das Spiel gesehen, muss ich sagen, spielen wir von der Taktik her sehr gut. Die Raumaufteilung stimmt, das heißt, wir attackieren die Franzosen sehr zeitig, sie können nicht ins Spiel kommen. Und das wollten wir eigentlich. Das Einzige, was uns halt momentan fehlt, ist ein Tor. Aber gut, ich meine, der Heimer und der Toni sind sehr gut gedeckt, haben zwei schwere Mountdecker zu bekämpfen und beim Toni ist ein Freischuss, der ein Riesenbomben war,
Da haben Zentimeter gefehlt und das war halt das Pech. Wenn man einen Klick hat, ist der Ball drinnen. Heute haben wir Pech gehabt. Aber mit dem Kampfgeist Ihrer Kollegen können Sie sehr zufrieden sein. Bewegen sich heute sehr gut, auch die Sturmspitze. Ja, vom Kampfgeist her auf jeden Fall. Es ist aber meiner Meinung nach eine spielerische Linie drinnen, die man vielleicht in den letzten Länderspielen nicht so oft gesehen hat. Und deswegen kann man sehr zufrieden sein mit der Leistung in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit noch was dazugeben können und das eine oder andere Tor schießen können. Fürchten Sie, dass Sie auf der Bank sitzen bleiben? Nein, ich hoffe natürlich auf einen Einsatz, aber sollte ich sitzen bleiben und wir gewinnen die Partie 2-0, bin ich genauso drauf. Danke vielmals, Andreas Ogris, und ich gebe wieder zu Wolfgang Kocsi. Ja, bei mir Minister Außerwinkler. Herr Minister, wie hat Ihnen das Spiel bisher gefallen? Es ist eine tolle Steigerung gegenüber dem letzten Spiel gegen Frankreich in Paris, das ich selber auch gesehen habe. Ein sehr hartes Spiel, schnelles Spiel. Bei dem Stangenschuss haben wir Pech gehabt. Na und was sagt Ihnen Ihr Gefühl, was glauben Sie für die zweite Spielhälfte? Kann sich Österreich noch steigern? Die Franzosen wirken ja sehr ausgekocht und sehr zweikampfstark und vor allem auch technisch sehr gut. Sie wirken technisch sehr gut, aber unsere haben sich bis gegen die Pause hin eigentlich gesteigert und ich glaube, da ist noch einiges drinnen. Gut, und dann gebe ich wieder zurück. Ja, ein bisschen haben wir noch Zeit, meine Damen und Herren, ehe die zweite Hälfte beginnt. Was war das Schönste aus österreichischer Sicht? Natürlich der Freistoß von Toni Polster. Vielleicht können wir uns den noch einmal anschauen. Luki, hast du ihn vorbereitet? Ja, danke. Da ist er schon. Von Chuck kurz abgespielt. Da kommt der Schuss. Ein wuchtiger Schuss. Man sieht es ganz genau. Schüttert direkt die Torstange. So wuchtig war der Schuss von Toni Polster, beste Chance für uns und ich glaube, wir haben noch die Gelegenheit für ein weiteres kurzes Gespräch. Jetzt wieder zu Gerhard Zimmer. Ja, danke vielmals Robert Seger. Ich habe bei mir Robert Watzinger schon ein bisschen ernst rein. Ich glaube, der Ernst und diese Enttäuschung ist nur, weil sie selbst nicht mitspielen kann. Ja, sicher. Man freut sich natürlich auch, wenn man spielen kann. Wenn man auf der Bank kommt, ist natürlich traurig, aber ich glaube, zur Zeit spielen wir es ganz gut. Wir haben die Franzosen sehr im Griff und wir haben natürlich besser gespielt und wir müssen nur auf die Kante aufpassen, aber schon im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das bessere Spiel und wir sind eigentlich, wenn wir weiterspielen, könnten wir sie eigentlich heute schlagen. Sagen Sie, und wann haben Sie erfahren, dass Sie nicht spielen? Ja, zum Mittag bei der Spielerbesprechung ist die Ausspiel bekannt geworden und seit da war es. In der ganzen Woche nicht gefühlt, dass Sie wahrscheinlich nicht dabei sein werden? Nein, in der Woche bereitet man sich natürlich vor, dass man spielt. Das erfährt man erst 5 Stunden vor dem Spiel, 8 Stunden und man kann nichts machen. Da. Frankie Schinkels ist Ihnen vorgezogen worden. Wie gefällt er Ihnen? Ja, bis jetzt macht er seine Aufgabe im Mittelfeld sehr gut. Er macht die Räume gut zu und sie stehen eigentlich hinten sehr gut. Sie müssen schauen, dass wir vorne noch ein bisschen mehr Zweikämpfe gewinnen und schauen, dass wir einen reindrücken. Gibt es aus Ihrer Sicht einen herausragenden österreichischen Spieler? Ich glaube, der Herzog spielt sehr gut, der Toni spielt auch sehr gut vorne und der Didi Kühlbauer ist auch ganz gut in Form. Sie saßen auf der Bank, wie hat Herbert Braska dieses Match erlebt? War er sehr nervös? Ja, ab und zu springt er schon ziemlich oft hoch von der Bank, ich glaube, ein bisschen nervös ist er auf jeden Fall. Gab es irgendeine Anweisung, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist, die er in der ersten Hälfte gegeben hätte? Nein, eigentlich nicht. Zufrieden war er schon mit seiner Mannschaft? Ja, im Großen und Ganzen ist er sicher zufrieden gewesen. Danke vielmals, Robert Watzinger. Ich sehe, dass die Spieler noch nicht herauskommen. Gebe vorläufig einmal zu Robert Seger. Kurzes Resümee, also all diese Aussagen bestätigt das, was wir gesehen haben, was ich Ihnen gesagt habe. Es ist ein interessanter Fußballabend und eine erstaunliche Steigerung der österreichischen Mannschaft. Aber immer dann, wenn man das Schlimmste befürchtet, dann spielt ein Team oft viel besser. Und schlimmer als diese Woche es bei diesem Trainingsspiel gewesen war, kann es gar nicht sein. Und so schlimm, das haben wir alle gewusst, wird es auch nicht sein. Und eines muss ich sagen, Herbert Braska hat die Mannschaft hervorragend eingestellt. Kompliment jedenfalls an dieser Stelle für die gute Taktik. Und wenn die noch hält, dann ist wirklich, wie alle gesagt haben, in diesem Spiel noch alles möglich. Aber auch dieses Resultat ist für Österreich in der momentanen Situation gegen eine Weltklasse-Mannschaft ein echter Erfolg. Da sehen wir, glaube ich, den Patenthaken. Schauen Sie, steigt einmal drüber. Dann rangeln Sie ein bisschen.
Ah, das war hier dieses Duell und dann ist er frei. Kleine Studie von Toni Polster, da kommen die beiden Mannschaften unverändert. Sowohl Frankreich als auch Österreich. Franz Wohlfahrt ist auch wieder da. Hat sich also in dieser viertelstündigen Pause jetzt wieder erholen können. Nach diesem Sturzflug hinunter aus hohen Höhen. Frankie Schinkels, der also eine respektable Leistung geboten hat. Auch wenn es dem Robert Watzinger natürlich wehtut, aber wahrscheinlich war es richtig, ihn aufzustellen, da auf dieser Seite mehr Platz vorhanden ist, als man vielleicht angenommen hat. Da die Franzosen ja auch sehr konsequent nur mit zwei Spitzen spielen und da Artner eben aus dem Mittelfeld zurückgezogen wurde, als vorerst einmal idealer Beschatter von Babin, blieb eigentlich nur noch für einen Abwehrspieler Platz, nämlich für Petzl gegen Grablein. Das ist die Statistik nach der ersten Hälfte. Zwei Eckbälle für Frankreich, Fouls ausgeglichen, ein abseits, nur fünf Torschüsse gegenüber zwei. Kein Tor, 0:0, zweite Hälfte hat begonnen, die Österreicher jetzt von rechts nach links. Hat ja in der Meisterschaft gewonnen. Gestern Abend ohne Herzog. Hat ihn sehr gefreut, dass man da noch die Chance wahrt, also in der Meisterschaft vorne mitzuspielen. Starkes Jahr für Werder Bremen mit Herzog. Schöner laufender Ball noch von Kübauer. Jetzt haben wir den ersten Eckball in diesem Spiel. Harald Czerny rausgeholt mit seiner Antrittsschnelligkeit. Frank Sosé jetzt im unmittelbaren Abwehrzentrum. Selbst Papin, der Kapitän, zurückgegangen, da steht er am 16er. Herzog. Polster. Ja, sieht oft ein bisschen schlaksig in seinen Bewegungen aus, aber er macht sie dann so unorthodox, dass der Gegner fast immer ins Leere stößt. Und Artner ist schon wieder da. Ja, der sorgt dafür vorerst, dass der GPP einen ungewollt geruhsamen Abend hat, nämlich kaum an den Ball kommt. Hoffentlich geht das so weiter. Gutes Zusammenspiel des niederländischen Schiedsrichter-Trios. Da gegen Petit. Naja, bei einem war er vorbei. Aber dann war Laurent Blanc. Czerny. Herzog. Angloma. Einwurf für die Österreicher.
Feiersinger. Holster. Schinkis. Kübauer. Hinters Tor geflankt, daher Abschluss. Fast ausgeglichen die Bilanz übrigens zwischen Frankreich und Österreich. Heute das 19. Spiel. Österreich hat 8-mal gewonnen, ein Unentschieden, und die Franzosen 9-mal. Auch vom Torverhältnis her 34 zu 31, knapp für Österreich. Le Guen. Paul Le Guen. Im Wiener Stadion hat es bisher 6 Spiele gegeben, heute das 7. 3 österreichische Siege und 3 Niederlagen. Letzter Sieg 1970, 1:0 Torschütze damals, Willi Kreuz. War übrigens das letzte Tor, das Österreich gegen Frankreich erzielt hat. Seither kein Tor, aber allzu oft haben wir auch nicht mehr gespielt. 2-mal 0:1 und in Paris 0:2 verloren. Angloma. Gérard Houllier, der Nachfolger von Platini, hat seiner Mannschaft, so scheint es in der Pause, auch gesagt, sicher ist sicher, riskiert nicht zu viel. Die Österreicher sind gefährlicher, als wir geglaubt haben. Eckball. Und diese Gefährlichkeit, die sollten wir jetzt auch beweisen, und wir beweisen sie mit einem sehr guten und starken Beginn in der zweiten Hälfte. Singer beim Einwurf. Wo ist der Freimann? Deschamps. Blanc. Lissarazu. Deschamps. Là. Petit. Deschamps. Sossé. Und jetzt haben auch die Franzosen ihren ersten Eckball nach der Pause. Gibt ein Angebot von Marseille, ihn für 34 Millionen Schilling zu holen. Marseille, die Mannschaft, die ja in den letzten Jahren mehr oder weniger alle Stars in Frankreich verpflichtet hat. Für die französische Bank. Mit Gérard Houllier. Gut, das war gefährlich. Das war gefährlich.
kurz hereingegebener Corner und damit den Kopf weitergeleitet, aber Wolfert hat aufgepasst. Gefährlich, weil es überraschend war. Nach der Anfangsoffensive der Österreicher in den ersten 6-7 Minuten der zweiten Hälfte, jetzt wieder die Franzosen. Jetzt ordnen sie wieder ein wenig das Spiel. Sind ja die technisch sicher reifere Mannschaft, aber kämpferisch, da gefallen mir die Österreicher heute so gut wie schon lange nicht mehr. Roche. Lissarazu. Aber plötzlich viel Platz auf der linken Seite. Weg der Ball. Papin. Ein bisschen desorientiert für einige Augenblicke die Abwehr. Solche Phasen gibt's. Und Feiersinger stoppt jetzt Deschamps. Er konnte den Ball nicht mehr spielen. Freistoß für die Franzosen. Deschamps. Herzog. Hübauer. Aber Lama. Lama. Pfeilschnell ist er rausgesprintet, der Bernard Lama. Aber ein toller Vorstoß von Herzog und mit Übersicht auf Kübauer gespielt. Da, genialer Pass. Und auch da noch gut gemacht von Kübauer, vorbei am Gegner. Aber Lama ist da einfach schneller. Einwurf für den Österreicher, Czerny. Da war der Ball in der Luft schon im Tor out und hat sich dann wieder reingedreht. Abstoß. Blau. Pfeifenberger.